Weil Nico war derjenige, der damals halt auch mir geholfen hat bei der ganzen Sache. Marvin und seine Fans haben ihn gezwungen. Ich finde, dieser Beef bringt keinem was, schadet nur. Ich habe kein Beef. Oder ich habe noch nie Beef gehabt. Alle Leute, die über mich reden, die haben Beef gesucht, die haben Stress gesucht, weißt du? Die dissen mich, die denken über mich nach. Die stehen auf und denken so, ah, oh, der Wichser, der macht dies, das, der macht so, so, ich muss den ficken. Nicht andersrum, Bro. Ich stehe auf und denke über mein Leben nach und nicht über andere Männer so. Weißt du, wie ich meine? Sie tanzt in meinem Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir, du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst du nicht. Ja, Tafnis, ja. Ja, Tafnis Records, vorstellbar auch Songs auf Englisch zu machen, würde voll passen, weil du halt auch die Vibes dazu hättest in Mexiko, Amerika etc. Ja. Spiele ich öfters mit dem Gedanken. Nur ist mein Englisch noch nicht so ausgereift und so geil, dass ich jetzt da so geil songsmäßig am Start bin. Aber ich bin auf jeden Fall so am Testen. Gestern habe ich auch versucht, so auf Englisch mal eine Melo zu machen. Ich muss auch sagen, mein Englisch wird deutlich besser hier. Jetzt gerade versuche ich so, jetzt gerade habe ich gemerkt in einem Video, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Also wenn ich deutsche Videos mache und dann Englisch rede, machen sich ja die Leute manchmal lustig darüber, wie mein Englisch ist, ne? Von diesem Deutsch auf Englisch, das ist ja auch ultra witzig so. Und manchmal mache ich es sogar extra, weil ich es selber sogar witzig finde. Und jetzt in dem nächsten Video ist es von Englisch auf Spanisch so. Also jetzt gerade bin ich schon fast so, dass mein Englisch immer besser geworden ist, sodass ich mich jetzt auch einigermaßen gut ausdrücken kann. So dass ich jetzt diesen Switch von Englisch auf Spanisch versuche. Bruder, du hast Vibes im Beat. Die letzten zwei sind richtig vibig. Kann man so krass beim Smoken sich gönnen. Auch ohne Smoken, Bro. So. Hier in Tulum am Beach, Bruder, oder auf dem Dach. Schön mit Palmen und so. Ich bin der Heiße im Club. Digga. Geht. Stehen die Drill-Songs als nächstes an? Ich habe nur einen Drill-Song. Leon war finanziell schon immer auf dem Mount Everest, was für Bergaufland, so wie Karl S. schreibt einer. Genau der ist das, Bruder. Mach erstmal die Basics, na Mann. Schöne Grüße gehen raus an Karl S., Digga, bester Mann. Wurde dein CPM auf YouTube gefickt seit dem Statement oder hat sich das nicht ausgewirkt? Also nicht viel Zahl, sondern Euro pro 1000 Klicks, doch, hat sich ausgewirkt. Die haben alles gefickt bei mir. Die Songs sind einfach gut, kann man nichts sagen. Gegen sagen, fand jeden bisher sehr stark. Bruder, ich küsse dein Herz, Bro. Das ist für mich voll die Erfüllung so. Das ist ein neues Gebiet, in dem ich mich probiere, so seit einem Jahr. Ist auch ganz lustig. Eigentlich, ich finde es schade, dass Nico sich immer die Leute raussucht, die so gegen mich sind und mit denen dann auf mich reagiert. Wenn es so wieder war, dass er jetzt mit Marvin California auf meinen Song reagiert hat, Bruder, dann ist das schon verwunderlich, warum er sich genau diese Kollegen raussucht und auf meine Sachen reagiert, weil eigentlich, wenn er alleine drauf reagiert, so mit Marvin zusammen, werde ich mir wahrscheinlich nicht reinziehen, weil ich weiß, dass dieser Typ in Texas immer nur versucht, Fitner zu machen. Weil Nico war derjenige, der damals halt auch für mich so mir geholfen hat bei der ganzen Sache, weißt du, was ich meine? So, und ich würde mir sein Feedback eigentlich gerne geben, wenn er alleine drauf reagiert hätte. Ich habe mein Setup, was ich hier habe, komplett an Nikos Setup, wie sagt man, orientiert. Ich habe mir genau die gleichen Sachen gekauft, damit er mir beibringen kann, wie ich mit den Sachen umgehe. Er hat mir gezeigt, wie stelle ich einen Key ein bei Autotune, wie mache ich dies, das. Ich habe ihn auch immer gefacetimed und so ein Shit. Weißt du, wie ich meine, wenn ich so Probleme mit Logic hatte? Deswegen würde mich sein Feedback definitiv interessieren, aber sein unbeeinflusstes Feedback wäre geil. Marvin war nur Zuschauer im Stream. Marvin und seine Fans haben ihn gezwungen. Ah, die haben gesagt, reagier mal auf Leon. Geil, Digga. Also das als Lebensaufgabe zu haben, also so, Digga, das ist auch eigentlich so richtig, also von der Menschlichkeit auch wieder unterstes Niveau, Digga, so. Finde ich persönlich so. Also bei irgendjemandem reinzugehen im Stream und dann zu fordern, reagier mal bitte auf deinen alten, echten Freund, Digga, mit dem man echt so, wir waren wirkliche Brüder, Digga, weißt du, wie ich meine? Ich habe immer noch Liebe für den Jungen, so. Und dass der dann reinschreibt, und wir haben uns zerstritten, wir haben uns geschlagen, dies, das, bla bla bla. Und dass der dann reinschreibt, reagier mal auf den und zwingt ihn dazu, so. Das ist so für mich so, das ist so, ey. Aber ist auch egal, Digga, muss man nicht nachvollziehen können. Die haben halt gehofft, dass Nico was Falsches sagt. Ja, Digga, das meine ich doch, Bro. Also wie unzufrieden musst du mit deinem eigenen Leben sein, dass du dich in eine Männerfreundschaft von zwei Männern einmischen musst und da irgendwie versuchst, noch mehr Fitner reinzustreuen. Beziehungsweise auch allgemein halt aufstehst und über ja, egal. Ich sag's nicht nochmal. Bro, geil wäre mal wieder ein Motivationsvideo. Küss dein Herz, Bro. Schauen wir mal.
Ich müsste allgemein mal wieder reden ohne Kamera, so Podcasts und da entstanden ja diese Motivationsvideos, wenn ich mich hingesetzt habe irgendwo, mich von der Umgebung inspirieren lassen habe und dann einfach das Mic genommen habe und da reingeredet habe, da so entstanden diese Motivationstalks und so, wo ich dann Bilder drauf geschnitten habe und so. Das ist halt dann auch wirklich 100% unbeeinflusstes Gedankengut aus meinem Herz, Digga, und das berührt manchmal Menschen. Das ist eigentlich geil, müsste ich mal wieder machen, so. Hast du recht. Die wollten ständig wissen, wer den Kampf verloren hat, Bruder. Das ist doch krass, Digga. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass, Mann, Digga. Ich frag mich auch das Mindset dahinter so, wieso auch Nico das macht so. Pff, keine Ahnung. Mitnehmen halt, ne? Geht auch. Zuschauer sind wahrscheinlich gut nach oben gegangen, Digga. Gibt gute Klicks auch im Nachhinein, wenn man es hochlädt und so ein Scheiß, Bro. Keine Ahnung, Bruder. Deine Stimme ist so angenehm, Bruder. Haha, küss dein Herz, mach mal ASMR. Ich muss auf jeden Fall mit Podcasts wieder anfangen. Digga, es gibt so viele Leute, die es vermissen, auch sich meine Talks reinzuziehen zum Schlafen. Viele haben das immer zum Schlafen gehört auch so. Podcast, Bruder. Bionic Podcast, Bruder. Und die lade ich dann auch so als Audio-Video-Kombination auf dem zweiten Kanal dann auch hoch. Aber jetzt muss erstmal wieder Hauptkanal, was heißt Hauptkanal? Vlogs muss ich machen. Gucken, dass ich so ein, zwei Vlogs die Woche mache. Streams mache 3-4 Mal die Woche. Songs mache abends. Da jetzt auch mal schaue, dass ich demnächst mal wieder was release. So, das wäre schon gut. Und wenn dann noch Luft ist, dann machen wir auch mal wieder einen Podcast, Bro. Aber das ist halt auch alles viel. Seitdem ich auch wieder so krass trainiere und jeden Tag mache ich auch Yoga, Moga und so. Der Tag hat auch nur 24 Stunden, ne? ASMR Ollen auf Twitch. Nico hatte so viele Zuschauer wie noch nie. Sei ihm gegönnt. Podcast bring it back, man. Bring it in, motherfucker. Finde, dieser Beef bringt keinem was. Schadet nur. Ich habe kein Beef. Bruder, ich habe noch nie Beef gehabt. Alle Leute, die über mich reden, die haben Beef gesucht. Die haben Stress gesucht. Die haben versucht, sich an mir anzubiedern. So. Weißt du? Die dissen mich. Die denken über mich nach. Die stehen auf und denken so, ah, der Wichser, der macht dies, das. Der macht so, so. Ich muss den ficken. Nicht andersrum, Bro. Ich stehe auf und denke über mein Leben nach und nicht über andere Männer so. Weißt du, wie ich meine? Und ich versuche dann, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, anderen Menschen, jüngeren Menschen oder anderen Leuten einfach was mitzugeben. Das ist eigentlich so mein Hauptanliegen so. Positive Vibes, Lachen, dies, das, bla, was mitzugeben, zum Nachdenken anregen. Das war schon immer Fitness, gut so versuchen, stärker zu werden, weiterzumachen, motivieren und so. Das war schon immer mein Ding, schon seitdem ich YouTube angefangen habe. Und das hat sich auch durchgezogen, egal was für ein Content ich gemacht habe, so, ne? Und ich war noch nie der Typ, der über andere Männer gerne geredet hat oder über Beefs oder so ein Scheiß, Bro. Vor allem nicht, wenn es persönlich ist und wenn es echt gewesen ist, dann rede ich eigentlich nicht darüber in der Öffentlichkeit. Nur wenn diese Männer das in die Öffentlichkeit bringen, dann rede ich auch darüber. Aber ansonsten bin ich eher so der Typ, der sich auf sein eigenes Leben konzentriert und wenn er über andere redet, dann eher im positiven Sinne so. Das ist meine Einstellung zum Leben und über Menschen so. Wie findest du Asche vom Menschen her, Digga? Wo soll ich das wissen, Digga? Ich kenne den nicht mal, Bruder. Ich habe den einmal getroffen, Digga, damals mit Kollege auf dem Vibes-Festival. Ich habe mir immer sehr viele Motivationsvideos von dir angeguckt bzw. angehört. Immer wieder krasse Vibes. So habe ich deine allerersten Videos entdeckt. Ich küsse dein Herz, Bro. Wie bearbeitest du deine Muskelfotos? No Filter, Bruder. Da brauchst du nichts bearbeiten, Bruder. Verstehst du, was ich meine, Digga? Gar nichts bearbeiten. Bro! Tough knees, Bruder. Dieser Tisch bröselt einfach. Der bröselt einfach, Digga. Goddamn! Körper Titan. Hennessy Bottle in der Hand, die Bitches in wavy. Seele ist krank, bin nur am Born. Denn ihre Blicke sind tasty. Der sickeste Shit, bin ich mal rich. Papp mir trotzdem deine Bitch. Wish you.